Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 mit dem coolen Pfarrer. Let's go! Hui! What the fuck? Oh, da ist ein Sniper. Das ist ein bisschen sehr uncool. Ah, ja, das war der Sniper. Warte kurz. Haben wir noch irgendwas Cooles? Oh ja, eine Granate. Ah, warum hänge ich denn hier fest? Hallo? Oh Gott, warte kurz. Wisst ihr, was nervt mich? Ah. Kurz nochmal regenerieren. Und los geht's. Ich sehe nichts. Oh Gott. Jetzt aber. Nice. Das Visier war eine gute Idee. Das Visier war eine sehr gute Idee. Was hochgeht? Nee, noch nicht. Ah, scheiße, ich muss nachladen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, und da hinten brauche ich jemand Hilfe. Ah! Erst du, dann ich. Ah, fuck, das war nicht so schlau. Ich dachte, es wären nur zwei und nicht 50. Ich muss nachladen. Das ist auch bei Schrotflinten immer so lang. War ich alles gut da hinten? Die Dinge hier sind etwas hitzig. Ich bin Jerome, der Pastor von Fort's End. Danke für deine Hilfe. Pastor. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Coole Pastor. Bro haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Wir müssen zu ihm! Wir können doch nicht zurück! Ich bin dann mal unterwegs! Ich bin schon auf dem Weg. Ich renne nur irgendwie sehr komisch. Du solltest lieber hoffen, dass du kein Video von John kriegst. Bitte, du musst mir den Arsch retten. Hol mich hier raus! Danke. Das glaubt mir keiner. Was soll ich denn? Was? Das war ein bisschen uncool. Gott, wie soll ich da denn hinkommen? Okay, warte, ich glaube, überall da, wo grün ist, ist safe. Ja, da wo grün ist, ist safe. Alles klar. Von grün zu grün hangeln. Ah. Auch nicht schlecht. Aber warum? Ich war doch sicher. Okay, ich regeneriere mich erstmal. Da wahrscheinlich jetzt kein Medipack für. Wahrscheinlich stand ich zu nah dran. Warte, wir warten noch einmal ab. Thank you.
gerutscht. Ich habe nichts gedrückt. Zumindest nicht bewusst. Ich habe die Kohlen das kaputt gemacht. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal von grün zu grün hangeln. Ach, John. Irgendwas in meinem Gefühl sagt mir, du machst es nicht mehr lang. Schaden durch Stürze vermeiden. Ja, okay. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Oh, ich wollte da rein! Oh Gott. Ja, jetzt werde ich vielleicht etwas voreilig. Ich bin übrigens irgendwie schief. So. Jetzt krieg ich's hin. 3 ist eine gute Zahl, 3. Versuch klappt immer. Verdammt nochmal. Nur weil ich mich nicht an einem Seil festhalten kann. Was ist eigentlich hier mit der Seilrutsche? Ja, okay, da kommt nur da unten an. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Sprüche 19. Kommt es, dass es einem Kinder nichts mangelt. Alter! Wir sind tot, wenn wir den Mörser nicht ausschalten. Ah, ich brenne! Nein, ich wollte keinen! Oh. Das habe ich da auch aus Versehen. Na, super. Super! Ich wollte, dass sie das Feuer ausmacht. Jetzt bitte einfach nur die Seilrutsche runter. Ich glaube, ich habe aus Versehen nochmal X gedrückt. Das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Der Widerstand wird mich um. Diese Kriegis wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Okay, sie ist tot. Dich kann ich befreien. Scheiße! Danke, der Beauty. Das war's. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Ah, sind da noch mehr? Aua! Wem geht das Glück aus? Uns doch nicht, oder? 1,42, überlebe bis zur Abholung, alles klar. Na, wo ist die Kavallerie? Shit, ich hab gar nichts. Die Sekte schickt Verstärkung. Wo denn? Na, von der Brücke. Ja, kommt ruhig her. Shit, 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 shit. Oh, ich hasse Schrotflinten. Nachladen, nachladen, nachladen. Benutzt den Mörser. Ach so. Aber sie kommt doch jetzt von hinten. Hinter uns, ja, ich merk's. Ah, ESF ist ja benutzen. Oh, scheiße. Ja, siehst du das Problem mit solchen Dingern, wo ich irgendwie fest dran bin und dann kann ich das nicht abbrechen oder komme ich da nicht weg oder dann sterbe ich. So läuft das immer. Jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal kompletten Minuten. John, John, John. John. Danke. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Da! Ein Leuchtfeuer!
Jede Minute kreuzen hier noch mehr Peggys auf. So, jetzt können wir es von mir aus noch einmal probieren. Ah, okay. Ich könnte ja auch mal das mit dem Zielen probieren. Jetzt bin ich aber völlig irritiert und habe keine Ahnung, wo sie sind. Scheiße, mach drauf. Die Sekte schickt Verstärkung. Ich brauche keinen Mörser. Was war das denn? Tschüss. Hinter! Sag mal, Kollege Schnürschuh, machst du auch irgendwas? Fuck, was war das? Shit! Ach, come on! Ah! Okay, ich muss das ein bisschen strategischer machen, ich merke das schon. Fuck! Und wie viele Sekunden waren es noch? 10 oder so? John! Nein, ich will ihn nicht. Wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Da! Ein Leuchtfeuer! Jede Minute kreuzen hier noch mehr Peggys auf! Dann soll sie doch kommen. Howdy, Kumpel. Benutzt den Mörser! Nein! Der verwirrt mich nur! Die Sekte schickt Verstärkung! Ja, das gibt es doch einfach nicht. Ohne geht's besser. Trust me. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt mein Kompagnon? Komm schon. Wo ist mein Heli? Oh, Scheiße, es braucht ja noch Hilfe. Ich komm zu dir. Wir kriegen das hin. Wo ist? Ist er mit drin?
Ja, okay, ist jetzt da vorne. Oh, bitte, bitte nicht abstürzen. Helikopter haben im Videospiel die Angewohnheit abzustürzen. Zu tun haben. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber die ganze Gemeinde braucht unsere Hilfe. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen, versprochen. Komm bei mir vorbei, wenn Falls End befreit ist. Du findest mich in der Kirche. Beim Reparieren, Wiedervereinen. Die glauben wirklich, dass sie uns retten? Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Diese Feiglinge haben mich überwältigt. Sie sagten, sie retten mich. Ich sollte dem Vater vertrauen. Wer zum Geier ist dieser Vater überhaupt? Die hätten mich abknallen sollen. Bisher war ich nur sauer. Jetzt bin ich fuchsteufelswild. Ich mag ihn. Ich brauche einen Drink. Grundgültiger Gott. Die Reinigung wäre damit abgeschlossen. Ich kann dir gar nicht genug danken, der Beauty. Das muss ich erstmal verdauen. Ich stoße später zum Widerstand. Verlass dich drauf. Ich kämpfe weiter, bis John Schwanzgesicht zieht tot ist. Das hört sich gut an. So, jetzt erstmal. Ich habe Vorteilspunkte. 8 Vorteilspunkte. So, gehen wir mal ein bisschen auf Gesundheit, würde ich sagen, damit ich nicht mehr so oft sterbe. Gesundheitsboost Spike. Das kostet dann 7 Punkte. Jetzt habe ich noch 2. Kann ich damit überhaupt irgendwas Lustiges machen? Ich kann mir einen Kleidschirm besorgen. Schafft Platz für mehr Gegenstände. Darunter bis zu 5 Erste-Hilfe-Sets. Das ist natürlich nicht zu verachten. Das ist auch nicht zu verachten. Ich brauche dringend mehr Punkte. Überall mehr Punkte. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wo bin ich denn? Ich bin irgendwo hier oben. Okay, ja, ich bin irgendwo voll hier oben, wo ich vorher noch nie war. Ist hinten irgendwas? Da hätten wir auf jeden Fall noch einen Außenposten. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter weg von meinen ganzen Missionen. 515. Ist ein Konvoi in der Nähe. Ja, den Sektenposten habe ich gesehen. Dann mache ich das doch mal, würde ich sagen. Was ist denn? Wird dieses Schild draußen in den Hügeln nicht mehr viel bedeuten. Ich hoffe, ich kann mir euer Auto ausleihen, Kollegen. Ich hätte mir euer Auto nicht ausleihen sollen. Ich habe mich festgefahren. Okay, 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 okay. Das ist eine viel zu schwere Karre für mich. Ich hoffe einfach, dass ich dem Konvoi den Weg abschneiden kann, wenn ich jetzt loslaufe. Weil ich auch nichts habe, womit ich ihn zerstören kann. Also so eine gute Idee war das jetzt auch nicht. Und jetzt verlaufe ich mich gleich einfach irgendwo in der Wildnis. Ja, das tue ich tatsächlich. Vielleicht sollte ich einfach den Außenposten machen. Der ist näher. Und der läuft dort, fährt dann nicht von mir weg. Da unten! Was, wo? Nein, keine gute Idee. Jungs, Freund, alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Der Mann, der dich gerettet hat, war Pastor Jerome. Ein Geistlicher aus Falls End. Zumindest bevor die Sekte da eingeritten ist. Jerome ist der Schlüssel zum Widerstand gegen John. An deiner Stelle würde ich mich schleunigst nach Falls End bewegen und ihnen aushelfen. Dutch out. Okay, warte kurz. Ich mach das mit den Trucks nochmal. Ignorieren? Ignorieren. Der ganze Außenposten hier.
Wege lang. Scheiße. Hör auf mich zu sehen, Arschloch. Hör auf mich zu sehen. Das ist ja kein hohes Gras. Das ist ja gar kein hohes Gras. Das ist ja kein hohes Gras. Ich denn jetzt bitte wo gesehen? Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es so gleich in uns wieder geht. Was sehe ich denn hier? Warum? Da war noch ein Alarmding. Na super. Scheiße. Was sind das andere Alarmding? Ach, da. Oh, fuck! Nachladen, nachladen, nachladen! Lass eine Lady doch mal in Ruhe nachladen. Der ist mir zu weit weg. Jesus! Uh-oh. Ow! Ah, lauf doch, Mädel! Nicht gut, nicht gut, nicht gut!
Wer ist mit meiner? Hilfe rückt von Süden her an! Ich hab nicht so da. Nein, okay, scheiße. Gott, Verstärkung. Hab ich schon immer gehasst. Ja, gut. Ah, was bin ich da ohne Verstärkung reingerannt? Das ist mir zwischendurch aufgefallen. Ich hätte mir eigentlich mal jemanden mit dazu holen können. Aber eigentlich wollte ich sie auch erst schleichend machen. Hat jetzt super funktioniert, wie wir gesehen haben. Damn it. Ach, John. Okay, Versuch Nummer 2. Trotzdem. Ach komm, Dennis. Haltet die Augen nach mir offen. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt. Zwei Frauen kommen da fest. Eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. Ich sehe ganz viel. Zurückbleiben. Die angenommen werden. Die. Ja, bitch. Jetzt haben sie direkt wieder den Alarm gerufen. Ich werde irre. Hilfe ist auf dem Weg. Wo kommt ihr denn her? Oh, jetzt sind die da dran, natürlich. Fuck off, Junge! Vorrücken oder sterben? Ich wollte das Ding kaputt machen. Es kommt Verstärkung aus dem Umland im Süden. Besser als du. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Oh, hi. Falsche Waffe. Ah, Jesus, sei scheiß ernst. Oh, ans Leben klammern. Rette mich aus den Flammen. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay, Chaos, das wird, glaube ich, so nichts mehr in dieser Folge. Wir sind bei 30 Minuten. Ich verspreche, in der nächsten Folge versuchen wir das alles nochmal ein bisschen konzentrierter. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass euch diese Folge... Ach, John. Dass euch diese Folge gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ach, John. Bis dahin.